Es war einmal an einem Winterabend. Der Schnee tanzte leise zur Erde und im Schloss saß eine Königin vor einem Fenster mit schwarzem Ebenholzrahmen und stickte an einer Decke. Von Zeit zu Zeit öffnete sie das Fenster, um den Schnee zu betrachten. Dabei geschah es, dass sie sich mit der Nadel in den Finger stach und 3 Tropfen Blut in den Schnee fielen. Und sie dachte: Ach, hätte ich doch ein Kind. So weiß wie Schnee, so rot wie Blut und schwarz wie Ebenholz. Ihr Wunsch ging in Erfüllung. Eines Tages bekam sie ein schönes Töchterlein. Das war weiß wie Schnee, rot wie Blut und die Haare waren schwarz wie Ebenholz. Und sie nannte es Schneewittchen. Doch als das Kind geboren war, starb die Königin. Als nun ein Jahr vergangen war, machte der König eine andere Frau zu seiner Gemahlin. Die war sehr schön, aber auch sehr, sehr stolz und übermütig. Und sie konnte es nicht leiden, wenn jemand schöner war als sie. Sie hatte einen sonderbaren Spiegel, der stets die Wahrheit sagte und den sie immer wieder befragte. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Frau Königin, ihr seid die Schönste im ganzen Land. Wenn sie das hörte, war sie zufrieden. Schneewittchen aber wuchs langsam heran und wurde von Jahr zu Jahr schöner. Darüber war die Königin, die nun ihre Stiefmutter war, sehr ärgerlich und sie fragte immer wieder ihren Zauberspiegel: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Frau Königin, ihr seid die Schönste hier. Schneewittchen jedoch ist 1000-mal schöner als ihr. Die Königin wurde blass vor Neid und Wut und befahl ihren Jäger zu sich. Jäger, bring mir Schneewittchen aus dem Haus. Führ sie in den Wald und töte sie. Ich will sie hier nicht mehr sehen. Der Jäger musste tun, was ihm die Königin befahl. Er führte Schneewittchen in einen dunklen Wald. Schneewittchen hatte große Angst und weinte viele bittere Tränen. Lieber Jäger, lass mich leben. Ich werde durch den Wald laufen und auch nie mehr ins Schloss zurückkehren.